Hallo, mein Name ist Florian. Vor 1,5 Jahren hat mir ein Teammember gesagt, du, da gibt es so ein Programm, Search Inside Yourself, das ist bei Google entwickelt worden und das irgendwie basiert auf Neuroscience. Es hat endlich geschafft, anzuknüpfen an einen Business Talk, der uns ermöglicht, dass wir Dinge wie Future Skills in Unternehmen bekommen, ohne Räucherstäbchen. Ich nehme vom Referat von Florian mit den Mut, das noch mehr in die Unternehmen zu bringen. Es gibt viele Leute, die das schon machen, aber die Frage ist wirklich, wie bringt man da Massenvolumen an? Setzt euch mal aufrecht hin, das hilft deswegen, Sauerstoff geht einfach besser rein. Alright? Yes. Wir nehmen 3 Atemzüge. Der erste ist nur mal, dass ihr euch erinnert, dass ihr überhaupt atmet. Der zweite ist, dass ihr mal das Gewicht spürt auf dem Stuhl und so eigentlich merkt, dass ihr da seid. Der dritte Atemzug ist, was ist mir jetzt wichtig? Vom Referat von Florian nehme ich mit, dass es sicher wichtig ist, ab und zu 3-mal schnaufen. Vor allem von einem wichtigen Meeting, dass man einfach sich Zeit nimmt, um selbst zu reflektieren, bevor man wirklich anfängt und dadurch produktiver wird. Wer schon länger im Business unterwegs ist, hat schon sehr viele Meetings erlebt, die sehr unproduktiv verlaufen sind. Und von daher finde ich das eine sehr einfach einzusetzende, vielversprechende Methodik. Der DM-Marktmann Götz Werner sagt, die Führung der Zukunft ist nicht Menschen zu führen, sondern Bewusstsein zu führen. Awareness. Kommen wir noch zum Thema Empathy. Das ist ja das mit dem Nettsein, oder? Right? Ich weiß nicht, was euer Bild ist, aber nett ist es nicht. Klar ist es. Macht mal eine Faust. Und jetzt probiert ihr, die Faust mit der anderen zu öffnen. Okay? Jetzt nehmt ihr die Hand und legt sie hinter die Faust. Das ist der Unterschied zwischen du musst mehr Ideen haben, du musst kreativer sein, du musst mehr Unternehmer sein, du musst mehr arbeiten, du musst genauer sein, zu du hast ein Environment, wo du dich entfalten kannst. Habt ihr gemerkt, wie die Faust aufgehen will beim zweiten? Wenn hinten das Environment, wenn du sie schützt und nicht an ihr rumdrückst? Die Inhalte, über die der Florian gesprochen hat, die nehmen den Menschen sehr stark ins Zentrum. Viele Leute sind sich dem nicht bewusst, wie viel wir in unserem Kopf in uns selber können bewirken können. Wenn wir irgendwie über Organizational Excellence reden und wir diese Future Skills trainieren, hat es eben die 3 Auswirkungen. Einerseits dieses gesamtheitliche Verständnis von Verantwortung oder Leadership. Das zweite ist, dass wir eben schaffen, die Performance hochzubekommen. Und das dritte ist, dass wir uns dabei sogar noch wohlfühlen. Wir brauchen diese Skills für die Welt, in der wir zu Hause sind, neu. Und am Schluss ist es eure Aufgabe, dass ihr Wege findet, wie ihr das vielleicht auch in den Alltag integrieren könnt.